Hallo, hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich mit euch darüber sprechen, warum ich glaube, dass viele Rentner und Auswanderer irgendwann wieder zurück nach Deutschland gehen und warum sie es tatsächlich meiner Meinung nach und meiner Beobachtung nach zum größten Teil nicht in den Ländern länger aushalten oder zumindest nicht für den Rest ihres Lebens aushalten, als es von ihnen im Vornherein geplant war. Und um gleich auf den Punkt zu kommen und gleich den Point sozusagen hier an den Anfang zu stellen, es ist einfach die Familie. Ja? Es sind Familie, es sind Freunde, die Menschen irgendwann, ja, und wenn es 20 Jahre sind oder 15 Jahre und so lange bleiben ja in aller Regel diese Menschen auch nicht, irgendwann gehen sie wieder zurück nach Deutschland. Ich glaube nicht, dass es das Land an sich ist, also was man mit Heimat verbindet, sprich der Geruch, ja, von Deutschland oder das schlechte Wetter. Ich glaube auch nicht, dass es das Leben an sich hier ist, also mit Behörden, die man kennt, Läden, die man kennt, die gewohnte Umgebung, das glaube ich nicht, weil ich denke, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und er gewöhnt sich und passt sich so schnell an die neue Umgebung an, dass ich nicht glaube, dass, wenn man sich dazu entschlossen hat, einmal auszuwandern, dass das der Grund ist, um wieder zurückzukehren. Der Grund und der einzige Grund, der uns wieder zurückbringt, ist die Familie. Ja? Vielleicht Freunde, ja, kann auch sein, aber eher die Familie, also Kinder, Enkelkinder. Und wenn es nur der Besuch ist, alle 2 Wochen mal von der Familie, ja, dass dieser Wunsch danach wird so groß irgendwann und die Sehnsucht danach, einfach die Kinder einmal wiederzusehen, so regelmäßig, ja, dass man sich, dass man die Möglichkeit hat, sich zu besuchen. Und selbst wenn die Kinder gar nicht in der Stadt leben, in der man selber wohnt, die Möglichkeit, nicht die Überwindung zu machen, nach so vielen Kilometern mit dem Flugzeug oder mit der Bahn oder wie auch immer fliegen oder fahren zu müssen. Das alleine ist der Grund, warum sich die Menschen nicht länger im Ausland aufhalten. Das ist meiner Meinung nach der einzige Grund, warum die Menschen wieder zurückgehen. Und dann möchte ich noch mal dazu sagen, wie man so etwas aber gut bekämpfen kann, ja, und wie man die Sehnsucht danach bekämpft, indem man die Sprache des Landes lernt. Wenn ihr die Sprache nicht lernt, ja, und zwar so gut, dass man sich mit der Sprache heimisch fühlt, ja, dass man den Fernseher versteht, wenn man ihn guckt, ja, dass man die Menschen versteht, die um einen herum sind, dass man sich gut unterhalten kann, ja, es reicht nicht 100 Wörter oder 50 zu lernen und dann zu sagen, ich kann die Sprache, sondern es muss schon so gut erlernt sein, dass man gut Gespräche und Unterhaltungen führen kann, ohne dass man in Verständigungs- und Verstehprobleme kommt, ja, sondern dass man wirklich sich integriert und zwar vollständig, ja, und das heißt auch meiner Meinung nach, dass man mit der Kultur, die dort in diesem Land herrscht, touché ist. Man muss sie nicht annehmen, man muss sie auch nicht man muss sie auch nicht für sich selbst leben, aber man muss sie zumindest richtig und von ganzem Herzen akzeptieren. Ich kann ja immer nur von der Türkei reden, weil ich dort ja auch immer bin, ja, ganz speziell in Alanya, in den Regionen, wo Meer und Strand ist. Aber wie ihr wisst, habe ich auch lange in der Nähe von Ankara in Çorum gelebt, fast 6 Jahre. Und ich kenne mich schon aus und weiß, warum viele Menschen wieder zurückgehen, wenn sie sich nicht integrieren können und vollständig integrieren können, dann gehen sie wieder zurück. Und dieses Phänomen beobachte ich ja im anderen sozusagen hier in Deutschland. Ja, die Türken kommen nach Deutschland. Sie sind in der Regel gekommen Generationen vor den Jüngeren, also
Wenn ich jetzt Türkin wäre, wären meine Eltern wahrscheinlich schon in der Türkei gewesen. Ich wäre hier geboren, hätte meine Kinder wieder bekommen, die haben auch wieder Kinder bekommen. Und so setzt sich der Familienstrang sozusagen in Deutschland der Türken fort. Und die allermeisten der Türken, meine Beobachtung, ne? Wie gesagt, ich habe keine Zahlen jetzt hier wissenschaftlich herausgearbeitet. Meine Beobachtung ist, dass die Türken, die meisten so aus meiner Beobachtung hier in Deutschland bleiben, auch wenn sie alt sind. Sie haben in der Türkei ihre Familie, sie haben ihre Häuser, sie haben ihre Wohnungen. Sie gehen auch mal ein halbes Jahr zurück, ein paar Monate, dann kommen sie wieder her. Aber Deutschland lässt sie nicht los. Und das hat eben damit zu tun, dass die Türken ihre Familien hier gründen. Sie bekommen ihre Kinder hier. Die Kinder lernen hier, sie machen ihre Ausbildung, sie machen ihre Berufe. Sie sind einfach hier integriert innerhalb ihrer Familie. Ja, dass ganz viele Türken auch kein Deutsch können, gerade die älteren Generationen auch nur sehr schlecht Deutsch können, ist natürlich zu beanstanden. Und das ist auch ein großer Grund dafür, dass viele ältere Menschen sich nicht hier vollständig integrieren. Nur das ist gar nicht nötig, weil sie eben ihre Community sozusagen um sich herum bilden. Es gibt so viele Türken hier, dass sie ihr eigenes kleines Reich haben, ohne dass sie sich richtig mit Deutschen oder mit der deutschen Kultur auseinandersetzen müssen. Und das ist ja in der Türkei eben nicht so. Ja, es gibt zwar eine deutsche Community, meistens bei uns in Alanya zum Beispiel auch sehr groß, aber ich würde mal behaupten, dass die deutschen Menschen schon eher, klar, sie treffen sich, sie sind befreundet, aber es ist etwas anderes, als wenn, ja, also wie soll ich das sagen? Es ist anders. Ja? Die sind schon eher auf Abstand. Der Deutsche an sich ist sehr skeptisch. Das bin ich auch, ne? Also ich will mich da nicht ausnehmen. Ich bin sehr skeptisch, ich bin sehr zurückhaltend. Und ich bin auch nicht so, dass ich mich voll und ganz mit vollem Herzen hingebe, ja, sondern ich bin immer jedem erstmal auf Abstand. Das bleibt auch so. Das ist einfach meine Art. Und ich glaube, das ist ziemlich deutsch, ja. Der Türke an sich ist sehr herzlich. Er geht auf, auch in Freundschaften, wenn er sie einmal geschlossen hat. Und er gibt mit Familie, mit Kind und Kegel, man trifft sich, man macht alles zusammen. Und ich glaube, da bildet sich dann nochmal so eine große Gemeinschaft im Ausland. Genauso ähnlich machen es die Deutschen ja auch, wenn sie in Alanya sind, zum Beispiel in der Türkei sind. Dass sie eine Gemeinschaft bilden, in der sie kommunizieren können. Aber ich glaube, dass sie nicht so sich das so sehr öffnen können, wie das die Türken hier machen, ja. Und dann ist es eben wichtig, weil diese große Community eben nicht dort besteht und man sich auch nicht so sehr öffnet fremden Menschen gegenüber, dass du dich mit der Sprache so weit integrierst, dass du ein Zugehörigkeitsgefühl hast, dass du, wenn du zu Behörden gehen musst, dass du nicht immer einen Dolmetscher brauchst, dass du nicht immer jemanden bitten musst um Hilfe, dass wenn du einkaufen gehst, dass du alles erfragen kannst, dass du, wenn du irgendwo hingehst, dass du die Türken, deine Nachbarn einladen kannst, du wirst eingeladen zu Nachbarn und dann ist es nicht nur Hallo, guten Tag und schmeckt gut, sondern man sollte auch wirklich Gespräche führen können, ja, mit den Einheimischen. Und dann sind die Menschen, die Türken, die dort leben, auch wirklich sehr herzlich. Sie schließen euch wirklich total in ihr Leben mit ein. Und wenn man diese Gemeinschaft hat, und das kann man wirklich nur, wenn man auch kommunizieren kann, ja, wenn man sich wirklich richtig unterhalten kann und auch alles versteht oder zumindest einen großen Teil und man sich selbst auch verständigen kann. Ihr könnt dann davon ausgehen, dass ihr gut, dass das reicht, euer Niveau der Sprache, wenn ihr alles sagen könnt, was ihr sagen wollt. Ihr wollt etwas sagen und ihr habt überhaupt gar keine Probleme, das auf Türkisch zu machen, dann könnt ihr so gut Türkisch, dass man sich eine Unterhaltung vorstellen kann. Und wenn man das nicht macht, dann wird man nicht ganz integriert werden. Dann seid ihr abhängig von Freunden, von Bekannten, von Menschen und ihr werdet euch immer fremd fühlen in der Fremde. Ja, ihr werdet nie richtig ankommen. Und wenn ihr nicht richtig ankommt und euch immer fremd fühlt und euch immer wie ein Außenseiter in dem Land fühlt, dann habt ihr das Bedürfnis, irgendwann das nicht mehr zu sein. Und das Bedürfnis nach der Familie und nach den Freunden in der Heimat in Deutschland wird so stark werden, dass ihr da
dass ihr da nicht mehr drumherum kommt. Man hält es ein Jahr, man hält es 2 Jahre, 3 Jahre. Wenn das jemand 5 Jahre ausgehalten hat, ist schon lange. Ja? Bis dahin sind viele schon wieder weg. Es gibt aber auch Menschen, die selbst 20 Jahre dort leben und irgendwann gehen sie doch wieder zurück. Ja? Und da fragt man sich dann, da hätte man gedacht, die bleiben wirklich ihr ganzes Leben jetzt dort und sterben dort auch. Nein, auch solche Menschen machen irgendwann einen Cut. Sei es, dass sie sich verändern wollen, dass sie ihren Lebensabend dann mit Reisen dann verbringen wollen, dass sie ein anderes Land mal erkunden wollen oder dass sie erst einmal in die Heimat zurückgehen und erstmal die Zeit mit der Familie wieder genießen, bis sie merken, dass auch das Wahre nicht ist. Ja? Weil natürlich auch die Familie hat sich inzwischen schon ein bisschen selbst organisiert, hat sich auch ohne die Eltern oder die Verwandten anderweitig orientiert und das ist dann meistens auch wieder doof. Ja? So wandert der Mensch dann immer hin und her und fühlt sich nirgendwo wieder richtig angenommen. Das ist auch doof, ja. Das ist ein nächstes Problem, worüber wir mal dann mal sprechen könnten. Aber erst einmal gilt, wenn ihr dieses Problem vermeiden wollt, wenn ihr euch wirklich dazu entschließt, auszuwandern, dann ist es unumgänglich, diese Sprache zu lernen. Das ist der einzige Schlüssel zu eurem Glück in der Fremde. Ja, man kann sich in der Türkei auch zumindest in der Mittelmeerregion und in den Strandurlaubsregionen, Touristenregionen ohne Türkisch verständigen oder ohne die Heimatsprache, gehen wir mal für das Auswandern allgemein hier auf den Grund, warum immer so viele wieder zurückkehren. Geht ihr nach Thailand, müsst ihr Thailändisch lernen. Geht ihr nach Dubai, müsst ihr da die Sprache lernen. Sprechen die Arabisch? Ich glaube, ja. Geht ihr woanders hin, oder zumindest Englisch, weil da wird ja in Dubai, glaube ich, mit Englisch, das kann ja jeder. Aber in der Türkei kann eben nicht jeder Englisch und kann nicht jeder Deutsch. Da müsst ihr Türkisch lernen, ja. Und auch in Thailand kann bestimmt nicht jeder Englisch. Oder was gibt es noch für Auslandwanderungsländer? Tunesien ist auch ein ganz tolles, günstiges Auswanderungsland, habe ich gehört. Da soll es richtig günstig zu leben sein. Ja, dann müsst ihr die Sprache lernen. Tunesisch? Ist das auch Arabisch? Ich habe keine Ahnung. Also es geht nicht. Ja, wenn man sich nicht vollständig integrieren kann, weil man die Sprache nicht kann, dann wird man irgendwann so starkes Heimweh haben, dass man wieder zurückgeht. Und zwar am meisten Heimweh nach der eigenen Familie, natürlich, das bleibt auch, wenn man die Sprache lernt, ja, aber ihr könnt euch einen familiären Ersatz um euch rumbauen mit den Einheimischen. Dann sagen dann viele, ja, okay, ich brauche gar keinen Türkisch, ne, oder wie auch immer, welche Sprache auch immer. Ich habe hier meine deutschen Leute und auch viele Türken können hier Deutsch, ich kann Englisch, ich kann mich gut verständigen. Es geht nicht darum, sich im Alltag nicht oder nicht gut genug verständigen zu können. Es geht darum, integriert zu werden in das Land, was eben nicht funktioniert, wenn man die Sprache nicht spricht. Man kann sich dann mit Deutschen, klar, man kann da mit der deutschen Community, die sich dort befindet, es gibt ja viele Deutsche, gerade in Alanya, nur das ist nicht das, was man auf Dauer wirklich als etwas empfindet, was man immer macht, ja, weil man doch, jeder hat so seine eigenen Geschichten, jeder hat, klar, man trifft sich, man ist befreundet, aber man ist trotzdem fremd in dem Land. Das merkt man, wenn man in die Augen der Türken guckt, wenn man irgendwo hingeht, man wird immer als Ausländer und als Tourist betrachtet. Dieses Gefühl wird auch bleiben, wenn ihr Türkisch spricht. Ja, das merke ich ja auch. Also wenn ich da hinkomme, denkt man, ich bin die Russin und die sind sowieso im Moment nicht so gut angesehen und dann geht man sofort auf Abstand. Selbst wenn ich die Menschen auf Türkisch begrüße, dann entweder antworten sie gar nicht oder nur so ganz auf Abstand und eigentlich feindlich, so ein bisschen kokend. Ja, das habe ich durchaus gesehen. Aber trotzdem habe ich die Möglichkeit, mich zu verständigen und mit denen zu sprechen. Ich kann, wenn ich dort in die Läden gehe und wenn ich Türkisch spreche, sofort gehen alle Herzen auf. Ich bekomme sofort Gesprächsgelegenheiten. Ich kann mich mit jedem richtig herzlich unterhalten. Und das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil dafür, dass man sich dort wohlfühlt. Und allein schon das Wissen, dass man alles dort in der Türkei erledigen kann oder in dem Ausland, was man machen muss. Ja, ich kann Behörden gehen, ich kann mich bei den Ärzten in den Krankenhäusern verständigen. Ich kann mit jedem
eine Bindung aufbauen. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Ich kann nur immer wieder dazu raten, sich so weit zu integrieren, und vor allen Dingen mit der Sprache. Was nützt natürlich auch nichts, wenn ihr die Sprache könnt und euch nicht integriert. Ja, also wenn ihr nicht in Gespräch kommt mit den Einheimischen, nur wenn die euch wirklich auch aufnehmen in ihr Land. Ja, und das tun sie. Das ist überhaupt gar keine Frage. Wenn man sich Mühe gibt und versucht, sich dort zurechtzufinden, dann werden sie euch so herzlich aufnehmen, dass ihr den Verlust der Familie und der Verwandten irgendwann ja so weit runterdrücken könnt, dass ihr dort bleiben könnt, auch wenn die Familie nicht da ist. Und da bin ich hundertprozentig sicher. Das ist ein Schlüssel dazu, dass man eben doch trotz der Familie im Ausland, im Ausland glücklich werden kann. Ja. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hatte das Bedürfnis, das einmal loszuwerden, weil ich glaube, dass das einzige Problem ist, warum die Menschen wieder zurückgehen. Sind nicht die Widrigkeiten in den Ländern, die da einwirken. Klar, gibt es vielleicht andere Länder, wo es tatsächlich schwierig ist zu leben, aber die Türkei mit Sicherheit nicht. Das Wetter ist schön, die Menschen sind nett. Wir können dort mit unserem Euro noch sehr gut leben. Und vor allen Dingen ist es doch einfach nur ein tolles Lebensgefühl in der Türkei. Also es spricht nichts dagegen, dorthin auszuwandern. Wenn da nicht die Family wäre, die dann in Deutschland ist. Und der Schlüssel dazu ist, die Sprache in dem Land zu lernen, dann kann man auch im Ausland ohne die Familie glücklich werden, wenn man das dann wirklich möchte. Klar, wenn man immer so wie ich die Familie, wenn man denen immer hinterherheult und immer denkt, oh nee, ich kann nicht, dann ist es auch ein bisschen schwierig, selbst wenn man die Sprache kann. Mein Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.